Der arabische Frühling beginnt Ende Dezember 2010 in Tunesien. Landesweit kommt es zu Massenunruhen und Gewalt. Die Menschen protestieren gegen Staatspräsident Ben Ali, der das Land seit mehr als zwei Jahrzehnten mit aller Härte regiert, vor allem zugunsten seines Familienclans. Doch am Ende der sogenannten Jasmin-Revolution siegt das tunesische Volk. Am 14. Januar flieht Präsident Ben Ali ins Ausland. Der erste arabische Diktator ist gestürzt. Und der revolutionäre Funke springt auf die anderen arabischen Länder über, auch auf Ägypten. Am 25. Januar beginnt dort der Aufstand mit dem Tag des Zorns. Präsident Mubarak, der Pharao, regiert schon seit fast drei Jahrzehnten. Auch er klammert sich zunächst mit allen Mitteln an die Macht, doch die Armee weigert sich, auf das eigene Volk zu schießen. Am 11. Februar verlässt Mubarak die Hauptstadt Kairo. Zurückkehrt er als Angeklagter. Als erster gestürzter Machthaber der arabischen Welt wird Mubarak am 3. August vor Gericht gestellt. Auch in Libyen kommt es seit Mitte Februar zu Protesten gegen Revolutionsführer Gaddafi. Der setzt von Anfang an auf brutale Gewalt. Aber der Freiheitsdrang der Libyer ist nicht zu brechen. Anders im Golfkönigreich Bahrain. Mitte Februar eskaliert der Zorn der überwiegend schiitischen Bevölkerung gegen das sunnitische Königshaus. Die Machthaber lassen das Lager in der Hauptstadt Manama mit Gewalt räumen. Mitte März schickt Saudi-Arabien 1000 Soldaten nach Bahrain. Gemeinsam mit den einheimischen Truppen halten sie die Opposition in Schach. Im Jemen beginnt der Aufstand ebenfalls Ende Januar. Etwa 16.000 Menschen protestieren in der Hauptstadt Sanaa gegen Präsident Saleh. Es kommt zu schweren Unruhen. Anfang Juni wird Saleh durch einen Granatsplitter verletzt. Er reist zur medizinischen Behandlung nach Saudi-Arabien. Seine Gegner jubeln. Auch in Syrien hält der arabische Frühling Einzug. Die Opposition ruft Anfang Februar über Facebook und Twitter zum Tag des Zorns. Doch wie schon sein Vater setzt auch der junge Assad auf brutale Gewalt. Bei den Unruhen in Syrien sind bisher schon mindestens 1.900 Menschen getötet worden.